Ja, hallo Freunde, hier ist der Bam Bam und hier ist das nächste Let's Play von World of Warships. Und wie ihr an den Kanonen hier seht, ich habe mein erstes Schlachtschiff. Und das ist die Kawachi. Die Kawachi von der japanischen großkaiserlichen Marine. Ja, Tier 3 Schlachtschiff. Wir sind hier auf den Inseln in einem Tier 3 Gefecht. Und ich kann euch im Vorfeld sagen, die Kawachi ist äußerst lahmarschig. 21 Knoten, wenn sie ihre beste Maschine eingebaut hat. Und ihr seht, ich lade AP-Munition, weil mit Kanonentürmen, die 305 mm Geschosse raushauen, da kann man AP laden, weil die gehen durch. Ne? So, zum Erzählen. Was gibt es zu erzählen? Die Kawachi und ihr Schwesterschiff, die Setsu, waren so die ersten japanischen Schlachtschiffe, die es überhaupt gab. Und die gehörten zu diesem 8-8-Plan der japanischen Flotte. Und dieser sah 8 Schlachtschiffe und 8 Kreuzer vor, die zusammen operieren sollten. Ne? Das sollte so eine Flotte dann sein. 8-8-Plan. Ja, geschichtlich gesehen sind beide Schiffe eigentlich ohne Kampfeinsatz. Ne? Ohne Kampfeinsatz durch den Ersten Weltkrieg geschippert und ihren letzten Auftritt hatte die Kawachi am 12. Juli 1918, weil da ist das Munitionsdepot auf dem Schiff explodiert und nicht etwa durch einen Treffer eines Gegners, sondern es war ein Unfall. Es war ein Unfall und alle 600 Matrosen Besatzung kamen dabei um. So viel zu der Geschichte von diesem Schiff. Jetzt gehen wir in das Gefecht. Ihr seht hier den Geschützturm, wie langsam der dreht. Und ich lenke jetzt mit voller Kraft nach links. Also Kawachi, Karacho, Karamba, Kawachi. Also das Ding ist äußerst lahmarschig. Reichweite, ja, auch nicht gerade so überragend. Aus dem Grund werden wir die Kawachi jetzt hier in diesem Bereich hier manövrieren und hoffen, dass dieser kleine Zerstörer, wo ist er denn? War doch ziemlich dicht dran. Also wir haben es hier zu tun, auf jeden Fall mit einer ganz schönen Armada. Mal sehen, ob die APs treffen. Ah, schade, schade, schade. So, jetzt haben wir natürlich noch gute 20 Sekunden Nachladezeit. Das ist natürlich heavy. Das ist heavy. Hier haben wir einen Zerstörer, der ist in Reichweite, aber meine Geschütze sind nicht bereit. Sonst würde ich den wahrscheinlich mit einer Breitseite rausnehmen. Hier drehen wir jetzt ein kleines bisschen rüber, dass wir näher kommen. Und unsere Geschütze sind bereit. Und wir schießen hier hin. Kommen wir da ran? Nee, zu weit weg. Schade, schade, schade. Und nachladen. Wir müssen jetzt wirklich gegen diese Übermacht an Schiffen. Ja, der schießt ja auch schon gleich schön mit der ADS raus. Sehr schön. Müssen wir uns jetzt wirklich überlegen. Die dürften mich nicht erreichen, die Torpedos. Drehen wir schön seitlich ran. Ja, die kommen nicht bis zu mir. Glaube ich nicht. So, jetzt haben wir die Breitseite parat. Und meine Fresse, das war ein richtiger Volltreffer, ne? So, wir drehen uns jetzt hier schön seitlich. Komm, 17, 16 Sekunden. Dann kriegt er den Rest. Maschine volle Kraft voraus. Ein Schuss auf den hier. Und den Rest kriegt er jetzt hier. Er kann wahrscheinlich gleich nicht mehr nach vorne fahren und steht fest.
Das waren noch mal ein paar schöne Treffer. Ein Geschoss, habe ich noch. Zack. Die gehen auch noch raus. Jawoll. Richtig schöne Treffer gelandet. Nehmt ihn raus. Komm, nehmt ihn raus. Was ist denn das? Ist irgendein Kreuzer oder sowas? Krieg ich noch einen Schuss? Ne, der ist raus. Sehr schön, sehr schön. So, die gegnerische Flotte ist schon arg dezimiert, muss ich feststellen. So. Jetzt drehen wir hier mal. Die Reichweite von der Kawachi ist natürlich auch nicht gerade so toll. Was ist das? Die Dresden. So, dann gib mal Gummi hier. Wir wollen ja doch noch ein bisschen mitmachen. Ja, was haben wir eigentlich hier? Was ist das hier? So, ich stelle teilweise die Trefferpunkte des Schiffes durch so leichte Schäden wieder her. Aha, das ist also so ein... Das ist ja cool. Das hauen wir jetzt mal rein. Mach das mal. Hier, reparier mich mal. Das macht Sinn. Ja, ist natürlich ein Nachteil, ne? Dann kommst du mit dem Ding einfach nicht mehr aus der Hose raus, ne? Wenn du da so weit hinten liegst, das ist natürlich schlecht. Jetzt guckt sich das einer an, ne? Jetzt haben wir das Ding hier fast wieder komplett repariert. Nicht schlecht. Wir haben alle drei Punkte hier. Das Gefecht ist gleich beendet. Da habe ich überhaupt noch keinen versenkt und gar nichts. Mann. Zwei Schuss AP noch raus. Einer hat, glaube ich, sogar noch getroffen. Schießt er auf mich? Ja, der schießt auf mich. Hey, Dresden. Bist du des Wahns? Das hast du mit deinem Leben bezahlt, Dresden. Ey, Junge. Jetzt mach dich mal drauf gefasst, dass meine Geschütztürme gleich parat sind. Wie weit ist denn der weg? 4,5 Kilometer. Gut, dann gibt's jetzt Lack. Ich denke mal, das waren schon ein paar schöne Treffer, ne? Ja, schießt du nur mal. Ich repariere mich erstmal. Kolberg. Das ist eine Kolberg. Boah, ziehen wir hier die Bremse wieder. Aber die kriegen wir, die Kurve. Das macht Sinn. So, Kolberg, dann komm. Da schießen wir doch einfach mal. Hier hin, würde ich sagen. Kolberg. Also die Geschütztürme. Da haben wir schon gewonnen. Super geil. Also die Geschütztürme sind der Hammer. Das muss ich wirklich sagen.
Treffer auf die Zitadelle, zwei versenkt, echt klasse. Die Geschütztürme sind echt klasse, aber das Ding ist natürlich wendig wie ein ostdeutscher Feldweg. Das ist mal Fakt, ne? Ja, Kawachi. Zwei habe ich mitgerissen. So, jetzt gucke ich mir erstmal an, was ich hier an Schaden gemacht habe. Mit 14 AP-Treffern habe ich 20.000 Schaden gemacht. Also, das ist doch geil. Das ist echt geil. Erlittener Schaden, ja, das habe ich alles weggeheilt. Weggeheilt habe ich das. Ha, echt geil. Also das Ding macht echt Spaß. Ne? Also Schlachtschiff, richtig cool. Kawachi kann ich ja empfehlen. Jetzt nicht nach einem Gefecht, aber ich hoffe, dass da noch ein bisschen was hinterherkommt. Ne? Also ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt. Hier ist der Bambam und hier ist der nächste Let's Play. Bis dahin. Tschüssikowski.